Und weiter geht's bei diesem Spiel. Divinity 2. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich weiß auch schon, wo ich unbedingt anfangen wollte. Weil das war, glaube ich, der Häuser, die im ehesten in Frage kommen, nämlich das Haus von Hänsel. Das müsste ja das Haus von Hänsel sein. Lässt sich nicht bewegen. Ja, hier finde ich nichts. Nix. Da komme ich wohl nicht rein. Lass mal überlegen, wo gibt's gute Bücher? Vielleicht muss ich auch erst nach dem Schlüssel fragen. Mal gucken, wer wohnt denn in dieser Stadt? In diesem Haus. Toms Haus. Tom für Hänsel, zweimal klopfen für Laniel, dreimal klopfen. Ja, ich würde gerne jetzt mit Laniel sprechen. Klopf, klopf, klopf. Egal. Also vorher nochmal mit Hänsel reden und dann gehen wir eben durch jedes Haus, bis wir das Buch gefunden haben. Ich hänge hier fest irgendwie. Göttliche möge mir vergeben, aber für diesen hinterhältigen Willen mache ich keinen Finger. Ich bin im Wald einmal einer Hexe begegnet. Und was wirst du mit deinen Gefangenen machen, wenn die Schwierigkeiten vorbei sind, Liebster? Es tut mir leid, aber es gibt nichts mehr, um das ihr mich erpresst. Laniel macht mir langsam wirklich. Ich verstehe nicht einmal die Sprache, in der er spricht. Ja. Beschwörungen. Was soll das alles? Ihr kennt ihn? Nun, wir leben im selben Haus. Er wohnt im oberen Stockwerk. Ich habe okay. Sagen nicht, dass er selbst häufig zu Hause wäre. Aber wenn er da ist, höre ich oft merkwürdige Geräusche. Geflüster in einer Sprache, die mir vollkommen fremd ist. Ja. Hin und wieder habe ich sogar ganz leise mitbekommen, wie Beschwörungen und Zauberformen aufgesagt wurden. Der Mann noch einen schönen Tag. Okay, wo ist jetzt dieser Laniel? Ich habe keine Questmarkierung. Wo ist jetzt... Taurushaus. Nee, das war's nicht. Ich muss zu Fuß weiter. Wo ist jetzt dieser Laniel? Kommt, werft einen Blick auf meine Rüstungen und probiert mein zartes Fleisch. Lasst euch nichts vormachen. Seid ihr auf Suche nach Rüstung, Drachenritter? Bei mir findet ihr das beste Angebot in allem. Man hat mir gesagt, dass ihr vielleicht mehr über dieses Stück im Teil wissen könntet. Dann lasst mich mal ein... Ah ja, ein zerbrochener Dolch. Kein Wunder, ach so, ja. Dass er zerbrochen ist. So alt wie er ist... Ja, wir verwenden diese Legierung schon lange nicht mehr. Wer auch immer diese Waffe benutzt hat, muss Zugriff auf ein jahrhundertealtes Arsenal gehabt haben. Außer natürlich, er ist selbst hunderte Jahre alt. Es tut mir leid, genaueres kann ich darüber nicht sagen. Hier habt ihr ihn wieder. Aber vergessen wir jetzt alte Waffen, Drachenritter, was? Ich habe die neuesten und stabilsten Klingen im Angebot. Beehrt mich bald wieder. Klinge unter dem Bett. Ach so, jetzt habe ich eine Quest abgeschlossen. Geil! Also dann gehen wir doch wieder zurück zu Hänsel. Vielleicht ist jetzt das Zimmer offen. Wenn ja, dann kriegen wir endlich das Buch und können endlich in das nächste Gebiet von Allaroth. Schön hier. Eine Statue von mir. Naja, trifft mich nicht ganz, aber es ist eine Statue von mir. Oder von einem Drachenritter.
Ich bin der letzte Drachen. Das ist eine Statue von mir. Ha! Von was sonst? Etwa von Talana? Die ist doch schon seit Tagen tot. Hihi, Tagen tot. So, bitte lass jetzt das Zimmer offen sein. Na, die Tür geht nicht auf. Oh, wie lange wird es wohl dauern, bis ich was für ein Scherz kriege? Toll. Dann gucken wir mal, Suche nach dem Zauberer von Revelon. Ach ja, richtig, Berlin. Was dürfte mir sein? Kaster, wie man die Sprache besitzen könnte. Nicht gerade wie ein Sprachtermin vorgekommen. Ach, jetzt muss ich noch mit diesem Leutnant reden. Ich glaube, das ist der, der direkt beim Baum stand. Naja, probieren geht über studieren. Also gehen wir, teleportieren wir uns gleich zum Stadttor. Also der Mörder war mehrere Jahrhunderte alt. Mehrere Jahrhunderte alt, Da fällt mir jetzt nur, ach, da fallen mir eine ganze Reihe Personen ein. Damian, fällt mir da zum Beispiel ein, wer noch? Igerna natürlich, Damian und Igerna sind so ziemlich alt. Vielleicht war es ein Drachenritter? Nein, es war gar kein Drachenritter, wir sind der letzte Drachenritter. Könnt ihr uns helfen, Drachenritter? Vielleicht könnt ihr ja wundersame Dinge tun, wie mit den Bäumen sprechen. Das klang für mich wie Altelfisch. Ich weiß nicht. Lass mich nach. Das tanzende Seepferdchen. Versucht es dort. Das ist ein Gesetz. Normalerweise bimmelt es dort von Gelehrten. Sie können euch vielleicht helfen. Oder ihr findet ein Buch in ihren Archiven. Ja, Drachenritter. Okay, gut. Das ist schon mein Hinweis. Wir wissen ja, wo das tänzelnde Seepferdchen ist. Tanzende Seepferdchen. Mir egal, was es für. Oh. Jetzt kapiere ich die Anspielung. Das tänzelnde Pony. Haha, witzig. Nein, ich habe den Witz bis jetzt noch nicht kapiert gehabt. Ja, ich bin dämlich. Ich liebe es, diese Springerei. Das da müsste jetzt das Pferdchen sein. Fragen wir mal das Bild. Was kann ich für euch tun, mein dreidimensionaler Zeitgenosse? Klar, am Ende lassen Sie mich ab. Hier richtig, das ist wahrscheinlich das Archiv. Genial, jetzt muss ich auch noch die andere Frucht finden, bevor ich Gemüse, was auch immer. Bevor ich auch nur ansatzweise eine Chance habe, das Buch zu finden. Ein schönes Schiff. Ja, das ist das Zimmer von diesem Vorsitzenden, wie der auch immer hieß. Aphroditus oder sowas. Aber eigentlich auch. Egal. Hier ist nix. Ich muss noch dieses andere Gemüse finden. Überlegen. Wo könntet ihr nochmal. Ach hier richtig. Nein, richtig, nicht richtig. Nochmal gucken in Dialogen. Gemälde, Kassa, Tomate, Hänsel, Nerikon, Achilla, Sockel. Afristür.
Gunnars Tür. Gunnar in der Notfallkaserne tun, die weiblichen Champions entbackern, also Weichteile zum Frühstück putzen. Notfallkaserne. Ach, ich habe echt keine Ahnung, wo die Notfallkaserne sein soll. Notfallkaserne, Notfallkaserne. Das hier ist Taurushaus. Das hier ist Chess Chanel. Und was ist hier? Die Suche war es wert. Aber auch hier gibt es kein Buch. Nur das Auge des wachen Abenteuers lüftet zu manches Geheimnis. Ist das Schauspielhaus? Nein? War ich da schon mal drin? Oh, ich verliere den Überblick. Ja, hier war ich schon mal drin. Aber hier ist noch dieses andere. Ein verdammter Kürbis! Ich kann es immer noch nicht fassen. Robotenarchiv. Nicht viel. Ich habe es bisher noch nie gesehen. Warum ich einer der drei bin, die über den Eingang in das Archiv wachen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir den Club nie verlassen. Außer es findet eine Soiree bei Madame Eva statt. Aha, okay. Sie ist eine durchtriebene, verführerische Hexe. Sie hat uns benutzt, um... Ursula ist eine Harpie, jawohl. Aber Drachenritter, was für einen Hintern. Einen unwiderstehlichen Hintern hat sie. Solch ein Hintern sucht manch ein Mann sein Leben lang. Ihr sagt es. Schnappt sie euch, Drachenritter. Erzählt mir vom Tanz des Seepferdchen. Ein ganz und gar tolles Plätzchen. Direkt an der Lannilor-Promenade. Der beste Ort, um die Füße hochzulegen. Viel zu trinken und die ganzen Probleme der Welt zu vergessen. Mhm. Klar, da laufen auch noch ein paar alte Trottel herum. Nennen sich Gelehrte. Der Göttliche segne euch. Hoffentlich weiß niemand, was für einen Nutzen er davon hätte, mich in meiner Kürbisgestalt zu verspeisen. Ach, ich werde jetzt einfach jedes Haus durchsuchen, bis ich dieses letzte verdammte Gemüse finde. Ansonsten weiß ich echt nicht mehr, was ich machen soll. Also, hier sind sie durch.